Katalog und da haben wir was ganz, ganz Tolles heute für Sie. Mhm. Etwas, was unglaublich praktisch ist und Ihre Sachen schont und Ihnen hilft zum Organisieren. Im Katalog auf Seite 98 finden Sie unseren nagelneuen Reiseorganizer und Aufbewahrungstasche. Ein wirklich, wirklich praktisches Produkt, wenn Sie viel unterwegs sind oder einfach Ordnung haben wollen. Es hilft Ihnen beim Organisieren von ganz, ganz vielen Sachen. Ja, und Sie kennen das bestimmt auch, wenn der Urlaub wieder bevorsteht, dann müssen Sie nicht nur Ihre Anziehsachen packen, Sommerkleidung, Winterkleidung, Badekleidung, sondern auch meistens das ganze Zubehör natürlich, wenn es um das Thema Technik geht. Ladegeräte, vielleicht eine externe Festplatte, vielleicht brauchen Sie ein paar Speicherkarten. Und dann hat man meistens das Problem, das tut man irgendwo in eine Tasche hinein, da ist es nicht gut gepolstert. Hier, mit unseren neuen Reisecase ist das perfekt gepolstert. Kleine handliche Größe, schön kompakt, so dass Sie es immer und überall mitnehmen können. Vorne sogar noch mal mit einem Griff. Das heißt, man kann es schon wie so einen kleinen Koffer natürlich benutzen. Und Sie haben einen kompletten 360-Grad-Reißverschluss. Das bedeutet, es wird einmal komplett die obere Decke geöffnet. Und dann können Sie hier Ihr gesamtes Zubehör einmal finden. Ich habe bei uns jetzt hier einfach mal zum Beispiel Speicherkarten oder auch USB-Sticks hineingetan. Dann habe ich zum Beispiel auch noch mal eine Festplatte hineingetan, die man ja auch ein bisschen gepolstert haben müssen. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das hat aber jetzt gar nicht die Größe von meinen Geräten, Sie haben so auswechselbare Trennfächer. Das ist das Geniale. Das heißt, einfach, wenn jetzt hier was nicht passt, ziehen Sie zum Beispiel einmal den Boden raus. Ich stelle das mal hier kurz hin. Dann zieht man einfach nur hier einmal den Boden raus. Und schon können Sie das ganz flexibel sich dann so anpassen, wie Sie es brauchen. Das geht natürlich nicht nur für Mobilgerätezubehör. Diane, das würde auch mal für dein Schminkzeug zum Beispiel gehen, ne? Ehrlich zu sein, das ist einfach genial, weil ja, ich reise auch viel und ich finde diesen Box, diese Tasche einfach super, super toll, weil hier zum Beispiel, guck mal, ich kann hier meine Dokumente reinmachen, ja, zum Beispiel Passport oder so. Hier auch Karte, das ist gut, aber zum Kugelschreiber oder ich weiß nicht, alles oder Zahnbürste, ja, auch gut. Für mein, oh mein Gott, mein iReader, für Headset, für alle Kabel, welche habe ich. Ich denke, das ist genial. Und mit dieser mobilen, wie heißt das? Bände. In den mobilen Fächern meinst du, ja? Das ist echt super. Ja. Und das ist cool, weil das ist Unisex, also für Männer, für Damen, für Kinder. Ich finde, das ist gut für diesen Preis. Entschuldigung, aber normale Tasche kostet über 40 Euro. Und für mich, für Make-up, das ist auch sehr, sehr praktisch. Ja, und sowas super. Für 14 Euro ist natürlich ein super Preis. Vor allem, das ist auch mal richtig stabil. Kennen Sie diese normalen Reisetaschen, ne, wo man da irgendwas drin hat? Hier, da kann man dagegen klopfen. Mhm. Die ist richtig stabil, richtig sicher, spritzwassergeschützt. Das heißt, auch wenn Sie hier wirklich mal Technik oder elektronische Geräte drin haben und es fängt an zu regnen, ist das ein ganz, ganz hochwertiges und langlebiges Nylongewebe, was dadurch dann auch Spritzwasser natürlich sehr schön auch noch mal mit abschottet. Und ich finde die Flexibilität, die Sie hier haben, super praktisch. Also ich würde es ganz klar für mein Computerzubehör nehmen, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch viel verreise oder wenn Sie auch mal sagen, Sie haben vielleicht ein Navigationssystem. Ich kann mir es auch sehr schön vorstellen für eine Digitalkamera, wo jetzt vielleicht mal keine Tasche dabei ist, weil du kannst gleich die Kabel mit dazu machen. Du kannst gleich vielleicht die Bedienungsanleitung mit dazu machen. Oder eben auch, wenn du so separate Objektive hast. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auch so eine auswechselbare Digitalkamera hast, wo du die Objektive wechseln kannst, kannst du ja auch hier perfekt schön in dieses kleine Reisecase machen. Wir sagen zwar, es ist für elektronisches Zubehör, wofür Sie es aber einsetzen, ist vollkommen egal. Weil für diesen Preis gebe ich Ihnen gleich einen Tipp, sichern Sie sich da zwei oder drei, weil ich glaube, da will die Familie jeder einen haben. Nee, es ist vor allem so praktisch, dass du die Fächer in der Größe anordnen kannst. Und das ist ja wirklich, wirklich stabil. Gerade jetzt, wenn man Festplatten, also auch diese mobilen USB-Festplatten, die sind ja doch stoßempfindlich. Und für sowas ist das optimal. Ich kenne das bei mir aus dem Koffer, wenn ich verreise. Meine Kabel sind immer irgendwo zwischen Klamotten. Abgesehen davon, dass die Kabel nicht so sauber sind wie meine frisch gewaschenen Klamotten, muss ich das dann auch immer rausfriemeln und zusammensuchen. Dann fehlt doch wieder ein Stick. Und hier ist alles organisiert eben. Du hast ja auch da oben im Deckel diese ganzen kleinen Fächer noch drin, ne? Ja, hier ist an alles für Sie gedacht. Ich zeige Ihnen jetzt auch hier gerade noch mal, wie einfach Sie diese Böden hineinmachen. Super. Wird einfach nur hineingedrückt. Und dann haben Sie jetzt aus einem großen
großen Fach mal schnell zwei kleine gemacht, Digitalkamera, Navigationssystem. Und hier im oberen Bereich, genau, kann man einmal natürlich super zum Beispiel Pinsel, jetzt fürs Make-up oder so, könntest du hier mit anbringen, aber eben auch mal einen Kugelschreiber, vielleicht eine kleine Taschenlampe oder eben das, was sie ganz flexibel immer und überall gebrauchen. Hier sogar noch mal ein Reißverschlussfach, auch für Sachen, die man vielleicht jetzt nicht finden sollte oder die man ein bisschen verstecken will. Vielleicht auch mal für Tabletten, fällt mir jetzt gerade ein. Mhm. Viele nehmen ja auch so eine kleine Reiseapotheke zum Beispiel auch mal mit. Hier kann man ja auch mal Tabletten reintun, für auch Menschen, die sich nicht sicher, vielleicht mal so ein Blutdruckmessgerät oder so. Da hat man alles dann in einem Koffer drinne. Ich sag Ihnen eins, wenn Sie den Organizer erstmal zu Hause haben, dann werden Ihnen unzählige Sachen einfallen. Ich würde ihn auch nicht nur für die Reise nehmen, sondern ich würde ihn auch für mich in die Wohnung aufstellen. Also gerade, wenn du weißt, du hast alles von deinem Digitalkamera oder alles von deinem Navigationssystem in einem Case drinne, kann man hier vorne sogar noch schön beschriften. Also hier ist an alles gedacht. Es ist universell einsetzbar. Wir sagen Reiseorganizer und Aufbewahrungstasche, aber das ist ein ganz, ganz hochwertiges Produkt. Ein ganz besonderes Nylongewebe, sehr strapazierfähig, sehr robust, sehr stabil und vor allem mit der richtigen Polsterung für jeden Einsatz, wo Sie ihn brauchen. Das ist es ja, also auch zur Aufbewahrung. Wenn du mal so eine Kamera hast, die hat ja Objektive und die hat Kabel und die hat Speicherkarten, die hat alles zusammen, dann bleibt halt alles zusammen in einer praktischen Aufbewahrungsbox, die man dann einfach nur schnappen muss und dann kann man losmachen für Reisen, eben Headset, Ladekabel, alles zusammen eben da reintun. Oder ist ja auch, wie du, wenn man mal verreist, muss man ja auch immer durch diesen Sicherheitscheck. Genau, und gerade dieser Sicherheitscheck, da musst du ja alles immer wieder auf Band legen. Hier haben sie jetzt einfach einen Koffer. Schau mal, Jana, wenn du jetzt wieder fliegst demnächst mal nach Hause, kannst du all dein Computer-Equipment, Technik-Equipment, alles hier hineintun und legst es einfach nur auf die Sicherheitskontrolle. Das ist super. Und ich finde, das ist nicht nur für Reisen. Ja, für Reisen natürlich, für Auto auch. Ich nehme das, weil ich brauche immer was muss bei meiner Hand sein, ja, und natürlich, wenn, das ist bei meiner Sitze, ja, das alles geht schon in jede Seite. Und mit dieser Tasche, das ist so kompakt, das ist super. Und ich nehme, zu ehrlich, ich brauche mehr, zum Beispiel eine für Reise. Eine, ich dachte schon, ich mache meinen Nagel allein, selbst, ja. Und ich denke, das ist eine super Tasche für meine Sachen. Für dein ganzes Nägel-Equipment, ja. Das ist super für Make-up, auch zur Arbeit. Oder ich denke, Sie können entscheiden, für was brauchen Sie diese Tasche. Weil diese Tasche super, super genial und praktisch. Ja, ein super Preis, den wir Ihnen hier wieder anbieten. Und ich muss ganz klar sagen, seien Sie clever, seien Sie schnell. Es ist eine TV-Neuheit. Das heißt, Sie als Pearl-TV-Zuschauer sehen es wieder heute zuerst. Und ganz ehrlich, seien Sie clever. Sichern Sie sich die gerade für diesen kleinen Preis. Ne? Mhm. Ganz individuell anpassbar, das ist eben das Schöne. Sie haben diese sogenannten Trennfächer, die können Sie ganz flexibel rausnehmen, können aus einem großen Fach vier kleine Fächer machen. Sie können das ganz individuell zusammenstellen. Und Sie können einer der Ersten sein, der sich jetzt diesen Organizer hier sichert. Und ich muss es nochmal sagen, das ist ein cleverer Helfer für jede Situation, ob es das Reisen ist, ob es das Make-up ist, ob es die Nagelpflege ist oder wo Sie es immer und überall brauchen. Denn Stauraum ist wichtiger denn je und wir machen es jetzt für Sie bezahlbar zum ganz kleinen Preis. Und das eben so gut organisiert und stabil und wassergeschützt. Unser Reiseorganizer und Aufbewahrungstasche für 14,24 Euro zum TV-Sonderpreis. Der TV-Sonderpreis ist gültig für die nächsten zwei Stunden. Seien Sie schnell, bestellen Sie unter pearl.tv oder in der eingeblendeten Telefonnummer unseren Reiseorganizer und Aufbewahrungstasche für Sie. Was Sie alles damit machen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Für den Preis von 14,24 Euro. Ich bin mir sicher, er wird Ihre Reisen und Aufbewahrung besser machen, besser organisiert sein und absolut stabil und robust. Viel Spaß mit unserem Produkt.